Weisen wir hier ein. Reißen die Fahne wieder ein. Der Weg bleibt zum Glück erhalten. Ja. Ah, die Fahne sollten wir abreißen, ja. Dafür müssten wir aber erst vor dem Weg abreißen. Wir haben sogar Gold gefunden. Ja. Sehr schön. Also ja, eigentlich möchte ich die Fahne abreißen. Ja. So, dafür müssen wir erst den Weg abreißen. Hier wäre auch nochmal Gold, aber hier können wir keine Mine mehr aufbauen. So, die Goldmine können wir direkt anschließen. Ja. Und die zwei können wir auch anschließen. Ja. So, dann werden wir nachher noch hier unten gucken und hoffen, dass da noch mehr Gold ist. Kohle ist. Ja, Gold gefunden. Schön. Ja, unsere Festung hier oben wird gebaut. Und was wir jetzt halt noch brauchen, da wir eine Mühle haben, ist ein Bäcker. Also ja, was ich gleich mal sagen kann, der Unterschied zwischen Siedler 1 und 2 ist, später, es gibt drei verschiedene Größen von Gebäuden. Kleine, mittlere und große. In Siedler 1 jedoch gibt es nur Bauplätze für kleine und für alle Gebäude. Abgesehen von Minen natürlich. Und ja, in Siedler 2 gibt es dann auch Bauplätze für mittlere Gebäude, also diese Sparte hier. Und das hier sind halt große. Gut, unsere beiden Geologen kommen langsam wieder nach Hause. Hier unten wird fleißig gebaut. Oh, du hast einen Werkzeugmacher errichtet. So, kommen wir wieder zurück zu unseren Statistiken und allem. Also hier haben wir eine Gebäudeübersicht, was wir schon haben und was Bau ist sogar, was ich sehr praktisch finde. Eine Gesamtübersicht unserer Arbeiter, also inklusive der, die im Außeneinsatz sind. Dann natürlich Statistikfenster. Was haben wir, wie viel? Über Zeitraum. Und hier die Allgemeinstatistik. Wie sieht es zwischen uns und unserem Gegner so aus? Also im Augenblick sieht es bei unserem Gegner besser aus als bei uns. Vor allem was die Landnahme angeht. Und die Gebäude. Ja. So, und das hier ist die zweite Übersicht. Die Einstellungen. Hier können wir einstellen, welche Mine bevorzugt Nahrung bekommen soll. Also Eisen und Kohle gleich viel und Gold am meisten, Stein am wenigsten. Das hat also die geringste Priorität. Hier wird gezeigt, wer am ehesten mit was beliefert werden soll. Also Baustellen und werden am ehesten mit Holz beliefert. Schlosser am mittelsten und Schiffsbau am wenigsten. Also wenn Holzlieferungen Prioritäten haben. Genauso hat der Waffenschmied eine höhere Priorität für die Eisenlieferung als der Schlosser. Kohle und Weizen sind das einzig andere noch, was zugewiesen werden muss. Nämlich wer kriegt mehr Weizen, wer kriegt mehr Kohle. Also meistens kriegen die Schweinezüchter, weil die auf Dauer effektiver sind als die Mühle, Weizen. Und hier ist die Prioritätenliste, was als wichtigstes transportiert werden soll. Gold ist am wichtigsten, Weizen am unwichtigsten, sozusagen.
Und ich glaube, damit stellt man den Standard wieder her. Ja. Also ja, Gold in beiden Formen am wichtigsten. Dann Waffen, dann die ganzen Werkzeuge, dann Eisen, dann die Eisen mit Materialien, also Eisenerzkohle. Dann Baumaterialien und Boote und dann erst Nahrungssachen. So, und das hier sind die Militäreinstellungen. Hier können wir einstellen. Ja, wie stark unsere Gebäude besetzt werden sollen, je nachdem, wie weit sie vom Gegner weg sind. Also die, die am nächsten am Gegner sind, sollten geguckt werden, dass sie voll besetzt werden oder wenigstens gut besetzt sind. Ja, halt das untere sagt, wie viele drin bleiben, bei einem Angriff drin bleiben sollen, ja. Und natürlich, je weiter man weggeht, also es macht nicht viel Sinn, unsere Militärgebäude, die weit weg vom Gegner sind, stark zu besetzen. Jedenfalls nicht am Anfang. Und das hier ist unsere ja. Unsere Militärübersicht. Hier können wir erstens entscheiden, in welchen Abständen automatisch Leute zu Soldaten gemacht werden sollen. Könnten es manuell machen. Könnten jetzt zum Beispiel sagen, mach mal 5 neue Soldaten. Hier wird auch angezeigt, was wir brauchen, nämlich Schilde, Waffen und arbeitslose Siedler. Das hier ist unsere Militärstärke-Anzeige, nämlich wie stark unsere Einheiten bei einem Angriff sind, nicht bei der Verteidigung. Bei einer Verteidigung haben sie immer 100%. Bei einem Angriff ist dieser Wert hier wichtig. Da haben sie nur 31%. Und die beiden Sachen hier entscheiden erstens, wer angreifen soll. Also in einem Angriffsfall sollen zuerst die schwachen Einheiten vorgehen. In einem... Also ist jetzt ausgewählt. Ich kann es aber umswitchen, dass zuerst die starken angreifen sollen. Bleiben wir aber bei den Schwachen. Und mit diesem Button hier kann ich die starken Soldaten aus der Kaserne, aus der Burg, gegen die Soldaten in den Militärgebäuden austauschen. Also, wenn wir uns das zum Beispiel jetzt mal ansehen, hier in dieser Wachhütte sind zwei mit Hörnerhelmchen und einer mit einem Federhelm drin. Ich könnte die natürlich, wenn ich stärkere hätte, was derzeit nicht der Fall ist, sie austauschen lassen. Also ihr seht, ich habe einen mit einem Flügelhelm, 14 mit Hörnerhelm und 15 jetzt mittlerweile Rekruten. Also die ganz einfachen. Also das hier unten sind die Schwächsten und hier oben die Ritter. Mit dem Ritterhelm, mit dem Zun-Ritterhelm sind die Stärksten. Das mit dem... Oh, man hat es gerade gesehen, wenn man aufgepasst hat. Bin ich schon kurz zurück. Das Befördern von Soldaten geschieht über Zeit. Also ein normaler, einfacher Soldat wird nach einer gewissen Zeit, ich glaube, die ist nicht mal ganz festgelegt, irgendwann zu einem mit einem Hörnerhelm. Der mit dem Hörnerhelm wird dann nach einer längeren Zeit zu einem mit einem Flügelhelm. Und der mit dem Flügelhelm dann zu einem mit dem orangenen Bommel. Und dann zu guter Letzt zu einem Ritter. Ja, auf der anderen Seite, also hier können wir noch einstellen, ja, wie viele Soldaten die Burg bewachen sollen. Oder wie viele die Burg bewachen gerade, besser gesagt. Hier können wir sagen, lagert alles aus, lagert alles ein. Ja. Also wir können Einlagerungs- und Auslagerungsstopp machen. Wir können aber auch sagen, schmeißt alles aus dem Lager raus, wenn wir sozusagen das Lager räumen wollen. Selbiges gilt für die Siedler, die da drin sind. Ja.
Und eine Sache haben wir noch, nämlich Gold. Gold hat keinen direkten keine direkte Aufgabe. Die einzige Aufgabe, die Gold hat, ist sich wundern, wo die das Gold hinbringen. Lagert das Gold bitte wieder ein. Oh, unsere Bäcker und alles sind auch schon fertig. Und ja, man sieht, unser Gegner, der tut nicht so viel. Wir sollten natürlich jetzt auch... wie viele haben wir denn gerade noch? Baumeister 4, okay. Das heißt, wir errichten jetzt auf jeden Fall eine Wir errichten auf jeden Fall jetzt eine Schmelze. Das hier ist die Eisenschmelze. Das hier ist die Metzgerei. Wie auch immer man das erkennen soll. Und hier könnten wir einen Schmied errichten. Ja, und manchmal haben wir halt keine andere Wahl, als Wege zu unterteilen. So. Ich hoffe, ihr habt mein Gold wieder eingelagert, ja. Ja, Gold. Das ist das Thema, dieses Thema hier. Wie gesagt, Gold hat keinen direkten Nutzen, aber je mehr Gold wir haben, desto stärker kämpfen unsere Soldaten. Also bei einem Angriff. Deswegen ist wichtig für uns, das Gold zu kriegen. Oh, cool, unsere... Festung ist fertig und unsere Soldaten kommen, um sie zu besetzen. Sehr schön. Und wie man sehen kann, ein Förster kann auch ziemlich gut Holz für mehrere Holzfäller anbauen. Deswegen wir einen zweiten Holzfäller brauchen. So. Sonst wird halt alles irgendwann zugepflanzt. Jetzt wollten wir ja noch hier einen Geologen hinschicken, damit er sich dort umsieht. So, unser Müller malt jetzt fleißig Mehl. Unser Bäcker verbackt es. Netterweise braucht man in diesem Teil noch kein Wasser. Haben wir Mehl noch? Wir haben noch ein bisschen Mehl. Okay. Ja, ein Ritter hat ein neues Gebäude besetzt. Damit haben wir uns noch mehr Kohle. So, Kohlebergwerk. Können wir hier die Goldschmelze hinbauen? Und hier eine Verbindung. Sie haben vor 30 Minuten das letzte Mal gespeichert. Ja, einen netten Hinweis.
Extra Option raus. Speichern. Name neu. Kann ich ein Dings machen? Nein, also Let's Play. Oh. Ja, der Input der DOS-Box ist auch nicht der beste unbedingt. Spielstand gespeichert, also raus wieder. So, das Ding wird jetzt voll besetzt mit 9 Leuten.